Moin Moin und herzlich willkommen zum Folgenmarathon bei mir. Jetzt auf der zweiten Map. Um 12 ist ja die erste erschienen. Jetzt um 14 Uhr erscheint die zweite. Also wer da noch arbeiten musste oder zur Schule war oder was anderes vorhatte, einkaufen etc. Termine. Ne, die Folgen kann man sich ja auch abends angucken. Ist ja nicht allzu wild. Wir haben auf jeden Fall beim letzten Mal. Wir können ja mal kurz so rüber sprinten. Tierställe platziert und nicht nur kleine, sondern ich habe euch ja versprochen, das soll hier mega groß werden. Also große Tierställe, da passen ordentlich Tiere rein, 500 Stück, also 500 Kühe. Es bleibt nicht bei einem, das verspreche ich euch jetzt schon mal. Im Laufe des Spiels werden das viel, viel mehr. Dann haben wir hier einen Schweinestall. Der ist natürlich mit Mischfutteranlage, ist ja klar. Ein Schweinestall, 750 Tiere passen hier rein. Habe ich privat schon ausprobiert, ist ganz cool, der Schweinestall. Kann man sich auch runterladen, ganz normal hier im Spiel beim Modhub. Funktioniert einwandfrei. Ich bin begeistert von dem Schweinestall. Denn natürlich Schafe. Nee, Pferde. Entschuldigung, wir sind hier erst bei den Pferden. Hier gehen aber, wenn ich das recht weiß, 14 schöne Pferde rein. Wäre lustig, die nachher auszureiten, aber ich bin ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich der einzigste Pferdestall werden. Weil reitet mal wirklich 14 Pferde aus, da seid ihr so ein bisschen beschäftigt. Und dann haben wir hier aber den Schafstall. Hier gehen 250 Schafe leider nur rein, aber ich kann euch jetzt auch schon versprechen, das wird auch nicht der letzte sein. Und ja, wohl oder übel, wir müssen noch ein bisschen pressen. Ja, ist halt so, wie es ist, ne? Und der Cage ist aber fertig geworden mit Walzen. Den werden wir jetzt mal erlösen und ihm die Sämaschine hinterschnallen. Die Wiese können wir auch wieder mähen, was ja gar nicht mehr so schlecht ist. Ich brauche aber auch definitiv hier eine andere Einfahrt. Und auch irgendwie so einen kleinen Bogen, wo ich dann mit dem LKW besser langkomme, um sie hier ins Silo abzukippen. Weil das ist irgendwie so ein bisschen enge. Und da habe ich dann nie. Nee, nee, das ist denn. Nee, da brauchen wir Platz. Und da werden wir gleich mal so einen kleinen Schlenkerle reinfahren. Dass das auch klappt. So, jetzt wechselt der Case aber auf die Sämaschine. Wenn ich sie denn finde. Hat am Überlegen. Also wir brauchen ja jetzt definitiv Tierfutter, also nicht nur Silageballen, sondern auch alles andere Mögliche. Ob wir mit der Einzelsaat beginnen? Ich glaube, wir haben noch keinen Grubber, ne? Oder haben wir doch einen Grubber und ich habe es bloß verpeilt? Nee, wir haben noch keinen Grubber. Hehe. Wir machen jetzt was Schönes. Ich fahre mit euch jetzt zum Händler. Der Traktor muss ja eh repariert werden. Und dann werden wir das Feld hier grubbern und da eine Einzelfrucht drauf pflanzen. Einzelfrüchte sind zum Beispiel Sonnenblumen, Mais, Zucker, Rüben, Kartoffeln. Ja, obwohl Kartoffeln fällt auch wieder unter eine besondere Kategorie hier in dem Game. Aber das sind so Einzelfrüchte. Und ja, als allererstes reparieren wir jetzt erstmal den Traktor, damit der auch wieder fit ist. Einmal bitte reparieren. 12.500 Euro sind weg. Und dann kaufen wir jetzt mal einen Grupper. Einen schönen Grupper am liebsten, also Großgröße am größten. Jetzt muss ich da. Hier sind wir bei den Gruppern. Ich habe euch das Größte versprochen und das Größte kommt jetzt auch. Wir brauchen 500 PS.
haben wir einen Traktor mit 500 PS. Nee, falsches Menü, bin ich zu früh rausgetappt. Der hat 287, der hat 415. Ja, Schiddebü. Wir haben keinen Traktor mit 500 PS. Was nu? Das ist ganz einfach. Wir nehmen noch ein bisschen Geld auf und kaufen uns jetzt den lang ersehnten, neuen Traktor. Ihr seht schon, ja, die Millionen. Also unser Minus, unser Kredit, ne, was wir ja von der Bank bekommen haben, wird immer höher. Werden wir irgendwann auch tilgen müssen? Oder möchte ich auch irgendwann tilgen? Aber solange wir noch ein bisschen Geld kriegen, ist es ja gar nicht mal so schlecht. Der Big Butt. Wir kaufen uns jetzt einen Big Butt. Der hat leider nur 450. Und der hat 1100. Den finde ich aber, ich habe ja gesagt groß, ne? Aber die Zwillingsbereifung ist mir, Standardbereifung ist schon krass. Ja, der hat 400 bis 600. Und der hat 600. Wo ist der Unterschied? Weiß ich gerade nicht. Tankvolumen? Tonnen? Nee. Ist wahrscheinlich derselbe, nur ein anderer Mod. Ach, gucken wir uns die einfach mal an. Was können wir hier alles machen? 600 PS. Zwillingsbereifung. Aha. Die Reifen werden immer kleiner. Drillingsbereifung. Wir haben nicht die Einfahrt für eine Drillingsbereifung. Krass. Standard 6. Okay, Filter. Kurz, lang. Das wird. Also Auspuff ist es nicht, dass wir was mit dem Kompressor, also mit der Luftzufuhr zum Motor zu tun haben. Filter. Ich habe ja einen Spezialisten unter uns. Wenn du das genau weißt, was mit dem Filter gemeint ist, schreib es mal gerne rein. Ich bin auch sehr gerne lernwillig. Auspuff. Ja, das ist ja für die Abgase. Das habe ich ja. Ne, das habe ich auch irgendwann mal gehört, gelernt. Warndreieck, wozu braucht man? Braucht man das? In Amerika? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, nice to have, hätte ich beinahe gesagt. Ne? GPS-System können wir hier auch. Arbeitsscheinwerfer, LED vorne. Arbeitsscheinwerfer hinten, natürlich LED. Achse. Jetzt kommt's. Typ 1, Typ 2. Ja, da können wir jetzt leider nicht sehen, was sich da verändert, oder? Können wir das von unten sehen? Ja, können wir. Ja, ich nehme auf jeden Fall Typ 2, einfach weil das 1500 € kostet. Es ist jetzt ein Grund, den muss man nicht verstehen. Warndreieck, nice to have, lassen wir einfach mal. Rundumleuchte, nice to have, haben wir einfach. Auspuff. Lassen wir auch auf groß. Filter. Eins. Kurz. Zwilling. Ach, wir nehmen einfach mal Zwilling. Auch weil das einfach nice to have ist. Bei den Reifen. Jetzt sind wir wieder bei Standard, ne? Wir machen einfach mal breite Puschen drauf. Wenn ihr Zwillingsbereifung gerne haben wollt, schreibt es gerne rein, dann werde ich das nochmal ändern. Oder vielleicht wollt ihr ja auch Drillingsbereifung. Auch dann werde ich das gerne nochmal ändern. Ich habe ja gesagt, ne, große Maschinen, groß dies, das, jenes. Schreibt gerne rein. Motorleistung auf jeden Fall 600 PS muss sein. Industrie, Original. Ich bin für das warnende Orange, bin ich ganz ehrlich. Und dann kaufen wir den doch einfach mal. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass hier unser Big Butt natürlich auch den Grubber zieht. Da ist das schöne Gerät. Der lang ersehnte Big Butt. So. Ah, ein schöner Knicklenker. Und komm, du kannst den Grubber ziehen. Du kannst den Grubber ziehen. Eigentlich
Es sieht so aus. Ja, er kann's. Er kann's. Knüller. Cool. So, ab auf der Straße. Ganze Fahrbahn blockieren. Und dann haben wir auch wieder ein Highlight in der Folge, ne? Den Mega Big Butt. Mit natürlich den größten Grupper, den man so hier im Standardspiel haben kann. Das heißt, er wird so in, ja, so gefühlten 2 Minuten fertig sein mit dem Feld, aber nicht so schlimm, nicht so schlimm. So, dann möchte ich hier jetzt natürlich noch eine größere Silo-Einfahrt malen, anzeichnen, wie auch immer, weil da kommen wir ja mit dem LKW nicht rum. Ja, machen wir das hier auch nochmal ein bisschen schöner. Ich hoffe, es klappt. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. So. Und, ja, habt ihr mir ja auch gezeigt, dass wir aus dem Eckigen was Rundes machen. Jetzt komme ich mir vor wie beim Fußball. So, und dann probieren wir es beim nächsten Mal einfach aus, ob das jetzt reicht. Dieser große Bogen, ob wir denn da so rumkommen. Ich bin gespannt. Ansonsten müssen wir das natürlich noch ein bisschen vergrößern. Aber jetzt probieren wir das erstmal aus. So, der Big Butt bekommt jetzt einen Kurs. Und man sieht schon, er lässt hier links wieder die Hälfte stehen. Jetzt nicht mehr. Ich hätte gern trotzdem Vorgewende. Und mir wird es auch besser gefallen, wenn du innerhalb des Feldes anfängst. So. Einfach weil wir den Big Bad haben, fahren wir den jetzt zum ersten Wegpunkt. Mit 32 km/h ist er garantiert nicht der schnellste, aber gerade der PS-stärkste Schlepper, den wir jetzt so gekauft haben. Ja, und dann fängst du Monstergerät einfach mal bitte beim ersten Wegpunkt an. Dann schauen wir jetzt mal einfach ein bisschen zu, weil ich bin gespannt, wie gut er jetzt die 600 PS umsetzt. Es ist ja, ja, das Feld ist ja auch so ein bisschen Handicap belastet. Ja, und da legt er los, ne? Einwandfrei. Da passt sogar der Grupper, also im Verhältnis gesehen jetzt vom Schlepper ist der Grupper klein. Eigentlich könnten wir da links und rechts nochmal 2 Meter anbauen. Und dann wird es immer noch klein wirken. Aber passt. Jo, 15 Minuten braucht er. Also 14 Minuten 30. So, dann können wir doch in der Zeit, ich muss es euch leider sagen, nochmal ein paar Weinen pressen, ne? Wir brauchen ja auch Tierfutter. Und da wäre es ja auch ganz gut, wenn wir wieder anfangen, ein paar Ballen zu pressen. Also ein paar Silageballen zu pressen. Die brauchen wir sowieso 1-2 Tage, bis die fertig gegärt sind. Und dann müssen wir jetzt auch beim nächsten Stück Land mal darauf achten, dass wir nicht nur Silageballen pressen, sondern auch Heu machen. Ich liebe diese Maschine. Ich finde es schade, dass du nicht wickelst, aber das ist zum Beispiel ein Ballen, den wir wunderbar jetzt in den Schafstall reinschmeißen können. Wickel ihn doch bitte. Bitte, 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 bitte. Wir probieren nochmal einen zweiten Ballen aus. Und ansonsten setze ich jetzt die Presse wieder zurück.
Mache ich da immer irgendwas verkehrt oder habt ihr das manchmal auch? Also eigentlich sollte ja die Ballenpresse bei 150 Zentimeter. Juhu, da schießt er mir den Ballen weg und er wickelt auch wieder nicht. Bei 150er Größe eigentlich ganz normal wickeln. Jetzt hast du dich komplett aufgebockt da. Unsichtbare Kollision, er backt im Boden fest. Es ist traumhaft wunderschön. Klapp dich mal zu, vielleicht hilft das ja. Ich kann fliegen. Ah, jetzt bist du. Danke. Wenn ich jetzt am Schafstall vorbeifahre, ne? Wird der Ballen denn vielleicht aufgelöst? Ich verstehe manchmal gar nicht, warum das manche YouTuber. Warum das manche YouTuber rausschneiden. Ich finde gerade solche lustigen Situationen machen das Spielerlebnis viel cooler. Nee, das war der Big M. Wo haben wir denn? Da haben wir denn. Da haben wir, da haben wir, da haben wir. So. Nee, den Schafstall wollte ich jetzt nicht. Da war die andere Option besser. Ich möchte jetzt einmal bitte die Presse und den Traktor zurücksetzen. So. Und dann hoffe ich, dass der Wickler auch wieder so wickelt, wie ich das gerne hätte. So, nächster Versuch. Wir starten neu. Solche lustigen Situationen machen das Spielerlebnis eigentlich oder für euch Zuschauer natürlich das Guckerlebnis auch gerade interessant, finde ich. Da muss nicht immer alles reibungslos klappen. Klar, wenn man jetzt irgendwie ein Gameplay macht, also Multi-Gameplay, wo es dann drauf ankommt, dass es dann funktioniert und dass man nicht gerade Comedy rüberbringen möchte, sondern eher den Inhalt. Klar, dass man das dann rausschneidet, aber so. Und? So, 3, 2, 1, Daumen drücken. Ah, er wickelt. Es ist traumhaft. Aber er presst jetzt auch wieder 125 Ballen. Ich hätte aber gern die 150er. Aber ist ja schon mal schön, dass er wieder anfängt, automatisch zu wickeln. So, jetzt probieren wir das nochmal mit den 150er Ballen aus. Die dürfte ja eigentlich auch wickeln. Was heißt eigentlich? Auf jeden Fall dürfte er die wickeln müssen. Ja, es funktioniert. So, jetzt hast du aber auch. Jetzt kannst du dich auch erstmal ausruhen. Denn ich würde gerne in den Teleskoplader. Haben wir dafür schon? Nein, haben wir noch nicht. Arbeitsgerät hätte ich jetzt beinahe gesagt. Kombi. Ich hätte gern jetzt nämlich eine Ballengabel. Und dann sammeln wir jetzt mal die Grasballen ein und kaufen uns die ersten Tiere davon. Weil wenn man schon mal Ballen hat, die jetzt nicht so wirklich gewickelt werden können, dann kann man die auch gleich ummünzen. So. Gleich ab in Schafstall. Da hinten lagen Ballen. Auf unserem Hof lagen, wenn ich richtig liege, auch noch zwei Ballen. Können wir alles in den Schafstall reinschmeißen. So, einmal schwuppdiwupp. Schmeißen wir die einmal in den Schafstall. Und dann holen wir uns die ersten Schafe. Wenn der Stall natürlich voll ist, gibt es den nächsten Schafstall und immer so weiter. Bis wir von jedem Stall, hätte ich jetzt beinahe gesagt, fünf Stück haben, bis auf die Pferde.
Weil 5 mal 14 könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viel das ist. Jetzt, warum? Ihr nehmt doch Gras an. Komm, enttäuscht mich jetzt nicht. Ich schmeiße jetzt einfach mal Tiere rein und dann hoffe ich, dass ihr das Gras auch annehmt. Da kommen doch nicht Warsteine. Aue. Aue hört sich gut an. Kaufen wir mal 30 Stück, damit der Stall nicht allzu schnell voll ist. Und jetzt bitte nimm den Grasball. Nein, nimmt er immer noch nicht. Was brauchen die Schafe? Die Schafe können auch... Nein, es ist ein anderer Stall. Yay, sie nimmt nur Silage und Heu. Ich habe anspruchsvolle Schafe. Gut, dann werden wir die wickeln müssen. Dann ist das so. Hey! Das ist übrigens auch ein Schafstall, den ihr euch hier aus dem Spiel runterladen könnt. 50 Silage, 50 Heu. Da wir jetzt aber schon Schafe haben und ich die nicht verhungern lassen möchte, fahren wir jetzt mal zum lieben Händler. Sagen ganz lieb, bitte, bitte, wir brauchen kurz mal ein wenig Futter für unsere neu erworbenen Schafe, die wir sonst nicht füttern können. Oder haben wir hier noch Silageballen? Das wäre natürlich auch cool. Aber ich glaube, die sind noch nicht durchgegärt, ne? 2%. 88. Nee, sind noch nicht durch. Gut. Ich bräuchte... Nennen wir die. Das ist Heu. Zumindest steht es da, dass es Heu ist. Zweimal Heu. Und zweimal Silage. Farbe ist mir völlig Wumpe. Hauptsache, es ist verwertbar. So, 5000 Euro weg. So, die Silage ist jetzt, Silage. Richtig, wunderbar. Dann kommen die Ballen auf die eine Seite und Heu ist hoffentlich Heu. Ja, das sieht auch gut aus und dann fahren wir eben kurz mal los. Füttern unsere neu erworbenen Tiere. Ah, noch sind die Ballen drauf, ne? Mal gucken, wie lange noch. Dass die nicht Hunger leiden müssen. Das wäre nämlich schade. Ich spiele übrigens auch mit dem erweiterten Tiermenü hier auf der Map. Das heißt, wenn wir Lämmer bekommen, sind sie ganz, ganz klein. Also, mit anderen Worten ausgedrückt, Babyschafe. Ne? Neue Tiere. So, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. So, die Schafe haben die ersten... paar Liter drin, dann steigert sich auch in der nächsten Stunde die Produktivität schon und dann können wir uns freuen. So, du bist schon im Vor- bzw. Nachgewende, das ist auch okay. So, mal gucken, ob es weiterhin klappt, dass wir Silageballen selber pressen können. Ihr müsst euch das jetzt übrigens nicht die ganze Zeit mit angucken. Also wenn unser Fels wieder angesät ist und ich die nächste Folge aufnehmen möchte, dann gehen wir definitiv in den nächsten Endgame-Tag, dass vielleicht dann auch schon ein weiteres Feld reif ist und wir nicht immer dasselbe haben. Dass wir auch wieder ein bisschen Abwechslung mit reinkriegen. Und irgendwann wird es ja erledigt sein hier mit den Silageballen. Und dann können wir uns darauf freuen. So, ab in die nächste Bahn. Ich warte eigentlich bloß drauf, dass der Big Bud jetzt so langsam fertig ist, dass wir uns die nächste Saat aussuchen können. Ich würde nämlich als erstes gerne
Mais anpflanzen wollen. Das wäre schon mal der erste richtige Schritt für die Schweine. Dann brauchen wir ja natürlich auch noch Sonnenblumen bzw. Raps als Ölfrucht und natürlich noch ein bisschen Getreide. Um die Schweine zu füttern. Jetzt komme ich auf das Wort nicht. Natürlich Erdfrüchte, also Kartoffeln oder Zuckerrüben natürlich auch. Das heißt, wir brauchen dringend mehr Felder natürlich, die wir bewirtschaften können. So. Ah, zu früh angehalten. Jetzt ist er voll. Und umso mehr Futter wir natürlich auch produzieren, umso mehr Tiere kommen dann natürlich jetzt auch auf den Hof. Wenn wir als nächstes Heuballen gepresst haben und natürlich auch einen Lokhafer haben, dann gibt es natürlich auch wieder die Pferde. Ich habe einen Traktor gefunden. Hey! 1000 Euro. Haben oder nicht haben, ist die Frage, ne? So, dann gehen wir ab in die nächste Bahn. Und der Big Bud wird sich ja melden, wenn er mit seiner Arbeit fertig ist. Ah, da piept auch wieder die Ballenpresse und die ist voll. Dann bin ich jetzt aber auch gespannt. Ne, wir haben keinen Stroh drin, ne? Also die Schafe benötigen keinen Stroh. Ich wollte gerade sagen, dann bin ich aber auch gespannt, ob die Schafe jetzt Gülle oder Mist produzieren. Aber wenn sie keinen Stroh brauchen und kein Wasser, hätte ich jetzt beinahe gesagt, was man zusätzlich reinfüllen muss, müsste, würde ich sagen, ist das nicht der Fall. Schade eigentlich. Ich habe hier übrigens auch ein... für die Leute, die letzte Folge verpasst haben, ein erweiterbares Güllebecken mit reingenommen. Also etwas, was man nicht selber befüllen muss, sondern was zusätzlich befüllt wird durch die Tierstelle. Weil ich immer noch nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass wir die Gülle da auch rausbekommen. Falls das nicht der Fall ist, dann werde ich es natürlich wieder abreißen. Wenn es doch der Fall ist, freue ich mich natürlich wie so ein kleiner Pudel, der mit dem Schwanz wedelt. Und dann kann ich die Empfehlung auch weiter aussprechen, dass ihr das natürlich auch nutzen könnt. So, jetzt müssen wir aber nochmal die Ecken nacharbeiten. Weil da können wir ja nicht rübersehen mit der Einzelkorn. So, lässt du einmal bitte runter. Und, yep, wir treffen nicht das andere Feld. Ah, scharf. Nicht dran gewesen. Die werden wir nochmal nacharbeiten und dann kann der Case, da der Fan ja gerade beschäftigt ist, ja, oder der Deutz, sich auf jeden Fall die Einzelkorn schnappen und dann pflanzen wir hier Mais drauf. Wer jetzt natürlich sich den Schlauffuchs, hätte ich jetzt beinahe gegönnt hat, der wird natürlich auch wissen, wir werden in den nächsten Folgen auch weiterhin in große Maschinen investieren müssen, weil Erdfrüchte brauchen ja natürlich auch gewisse Maschinen. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir das Mais-Schneidwerk für den Drescher gekauft haben, beziehungsweise Sonnenblumen-Schneidwerk. Aber das werden wir uns dann ja natürlich auch noch leisten müssen, um dann natürlich auch Mais ernten zu können. Oder Sonnenblumen, oder. So.
Ja, den letzten Punkt auch mitgenommen. Wenn ihr Lust habt, reinzuschreiben, beziehungsweise mitzuwirken, schreibt doch gerne mal rein, welche Erdfrüchte wir gerne oder ich gerne anbauen soll. Ob das jetzt die Kartoffel ist, ob das jetzt die Zuckerrübe ist oder ob wir hier wirklich Pastinaken und Karotten ernten wollen, ne, schreibt's gerne mal rein. Da würde ich mich sehr, sehr gerne drüber freuen. Wenn ihr da Lust habt, natürlich auch mitzuwirken und mitzugestalten. So, dann stellen wir aber den Big Butts hier mal am Mega-Silo ab. So, schnappen uns jetzt den... Ah, wir haben den Case zuerst. Dann darf der Case jetzt auch den Mais in den Boden bringen. Ich hoffe, die Sämaschine hat noch genug Saatgut. So, ich nehme jetzt einfach mal den Schleichweg. Augen zu und durch. Da. Aha. Werde ich auch noch ein bisschen aufräumen müssen. Also der Kalk muss da weg. Und ja. Der Schleichweg wird nicht für immer da sein. Da werden wir irgendwann noch einen Zaun hinbauen. Ah, da fehlt der Dünger. Schittebü. Dann werden wir jetzt nochmal einen Dünger auffüllen müssen. Beziehungsweise ich möchte gerne Dünger auffüllen. Irgendwie brauchen wir hier dann auch nochmal eine schönere Hofeinfahrt. Weil mit allen Maschinen da durch die enge Gasse, das wird nichts. So, wir brauchen Dünger, lieber Händler. Bitte, 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 gib uns doch den netten... Schön Pflanzendünger. Wir kaufen einfach 8 Stück, weil wir einfach das Geld haben. Dann haben wir auch wieder ein bisschen was auf Vorrat. Ah. So, Sonnenblumen sind ausgewählt. Die wollen wir aber gar nicht. Wir können damit sogar Raps anpflanzen. Ist ja interessant. Wir wollen in den Mais gehen. So, hier passen ja ordentlich Liter rein. Was für mich manchmal auch so ein bisschen verständnislos ist, warum da so viel Dünger reingeht, aber nur so wenig Saatgut. Also zumindest für das Spiel jetzt ist das für mich so ein bisschen sinnbefreit. In der Realität ist das wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, wenn man da mehr Dünger als Saatgut reinfüllen kann. Und vor allen Dingen, wenn man das Saatgut vorher nicht, ich hätte mal gesagt, präpariert hat. Ach, wir sind schon voll. Es gibt ja die Möglichkeit, dem Saatkorn schon eine gewisse Düngemöglichkeit mit auf den Weg zu geben. Indem man das natürlich ummantelt mit Mineralien. Macht nicht jeder Landwirt, habe ich aber auch schon gehört und gesehen, dass viele das machen. Einfach damit die erste Wachstumsphase für das Korn, für das Getreide, Ölfrucht etc. pp. Leichter fällt. So haben wir, ja, wir nehmen alles mit. Dann kriegst du auch wieder einen Kurs verpasst. Fängst bitte auf den Bahnen an. Und ab dafür. So. Genau, das Feld ist ja soweit perfekt vorbereitet. Dann kann der Case anfangen zu arbeiten. Und dann würde ich jetzt aber auch sagen, war es das wieder für die Folge. Ich bedanke mich natürlich mit meinen Schäfchen. Die wollen sich auch bedanken, haben sie mir gerade erzählt. Fürs Zuschauen. Ach, die Gesundheit ist gestiegen. 10% schon. Fürs Zuschauen.
fürs Mitmachen natürlich, für die ganzen Däumchen, die ihr immer da lasst, auch für die vielen neuen Zuschauer, die regelmäßig wieder, das stimmt so nicht, die auch mitmachen und einschalten. Ne, ihr seid die Besten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und denkt dran, in 2 Stunden kommt schon wieder das nächste Projekt. Und heute Abend kommt nochmal was komplett Neues. Lasst euch überraschen, was es ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Bis in 2 Stunden. Bis denne.